Am frühen Montagmorgen klicken in Israel die Handschellen für den ebenso bekannten wie auch umstrittenen Milliardär Benny Steinmetz und auch für den Politstrategen Tal Silberstein, der seit 2001 mehrere Wahlkämpfe für die SPÖ konzipiert und auch gemanagt hat. Seit Ende 2016 ist Silberstein wieder für die SPÖ tätig. Aus seiner Feder soll auch der Wahlkampfspruch »Holen Sie sich, was Ihnen zusteht« stammen. Am Dienstag nun die nächste Festnahme. Die Antikorruptionsfahnder führen Udi Neter in Handschellen ab. Neter ist der engste Mitarbeiter von Silberstein und auch dessen persönlicher Freund. Insider bezeichnen ihn sogar als den Finanzminister von Silberstein. Praktisch jeder Cent sei über ihn abgewickelt worden, heißt es. Neter ist das Mastermind in der Silberstein-Beraterfirma. Diese konzipiert 2001 den Wiener Wahlkampf von Michael Häupl und 2002 sowie 2006 die Kampagnen von Alfred Gusenbauer. Seit 2016 soll Silberstein an Kernsplan A mitgewirkt haben und auch hinter der Idee stecken, den Kanzler als Pizzaboten durchs Land zu schicken. Die SPÖ versucht jedoch bereits vor und auch jetzt nach der Verhaftung von Silberstein, dessen Rolle herunterzuspielen. Silberstein und Steinmetz wird internationale Korruption im großen Stil vorgeworfen. Die beiden und mittlerweile vier weitere Festgenommene sollen den Präsidenten von Guinea mit 9 Millionen Euro bestochen haben, um Schürfrechte für eine Eisenerzmine zu erhalten. In Rumänien werden der Gruppe Immobiliendeals mit einem Schaden für den Steuerzahler von 145 Millionen Euro vorgeworfen. Für FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl ist das Grund genug, um den Rücktritt von Bundeskanzler Christian Kern zu fordern. Denn für mich ist diese Bombe, die hier explodiert, ist zu einem großen Anteil auch eine Bombe des Christian Kern. Und aus meiner Sicht ist es eigentlich unverantwortlich, wenn er hier nicht schleunigst auch die persönlichen Konsequenzen zieht, sollte sich das auch nur annähernd bestätigen. Silberstein, Steinmetz und Neter sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.